Ja, ist jetzt natürlich sehr schwer, wenn man die nicht die Gnade der späten Geburt, sondern die wichtige und schwere Aufgabe der zweiten Rede hat und das noch in der Schnelligkeit. Ich will es mal vielleicht ein bisschen überblicksartig machen und auch gar nicht so intensiv, wie es hier mir vorbereitet ist, weil dieser Fluch der späten Rede ist wirklich gefährlich, wenn wir nachher noch ein bisschen diskutieren wollen. Ich bin auch nicht ganz sicher, was Sie für eine Erwartungshaltung haben an eine kleine Impuls aus Sicht der Medienanstalten, wenn es um Grenzen pädagogischer Interventionen geht und Anforderungen an Politik und Gesellschaft. Ich will versuchen, weiß nicht, ob ich da Ihre Erwartungen erfülle, aber mal deutlich zu machen, was wir von Seiten der Medienanstalten, vielleicht auch wir in Bezug auf das, was wir in Thüringen tun, für notwendig halten und wo wir da auch Grenzen sehen oder auch Schwierigkeiten. Von meiner Seite aus, und das sei nur vorausgeschickt, ich versuche seit vielleicht 10, 15, 20 Jahren in dem Bereich auch zu wirken. Ich denke, dass die Bürgermedien ein ganz wichtiger Bereich ist. Ich habe das auch aus Rheinland-Pfalz kennengelernt, mitgebracht nach Thüringen, wo ich seit 93 lebe. Und ich war früher auch in den Medienanstalten, in der Medienanstalt in Thüringen, in diesem Bereich als Gremienmitglied tätig. Ich habe also verschiedene Facetten und vorher in der Staatskanzlei als Rundfunkreferent an der Erschaffung des Rundfunkgesetzes tätig, sodass ich verdenke, wir haben da verschiedene, oder ich habe verschiedene Blickwinkel. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch deswegen sehr, weil ich gar nicht noch nie bei einer GMK-Tagung war. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen hier und von Kollegen, die hier lange schon in der GMK mitarbeiten. Aber ich weiß auch, dass der viel zu früh verstorbene Kollege Helmes in aller Regel hier war, der diese Funktion des Beauftragten vorher inne hatte und mir auch mitgegeben hatte, schon als wir das übergeben hatten, wie wichtig er diese Zusammenarbeit sieht. Ich denke, dass, wenn ich über Bürgermedien rede, es kein und über das, was Medienkompetenz und Bürgermedien verbindet. Ich finde es übrigens klasse, dass man heute bei dem Kongress Bürgermedien als einen Schwerpunkt genommen hat, weil ich persönlich erlebe zumindest, dass wir als diejenigen, die in der ein paar Euro in die Hand nehmen dürfen, deswegen als Medienanstalten auch Rundfunkgebühren dafür nutzen dürfen, wenn wir das verbinden können mit Bürgermedien und Medienkompetenz, am meisten Effekte erzielen. Und deswegen passt es sehr gut und das ist gelebte Medienkompetenz, was auch heute, glaube ich, in einer ganzen Reihe von Podien klar geworden ist. Beides, Bürgermedien, Medienkompetenz, sind Kernaufgaben der Medienanstalten. Und nicht wenige Anstalten übergeben mehr als 50% ihres Budgets diesen Bereichen. Ich kann das selbst auch für die TLM sagen. Wir haben das mal zusammengerechnet. Deutschlandweit werden 26 Millionen Euro im Jahr und für den Bereich Bürgersender ausgegeben und 12 Millionen für den Bereich Medienkompetenz, also knapp 40 Millionen Euro. Ich muss ehrlich sagen, wir werden das wahrscheinlich, bin ich mal gespannt, aber gar nicht halten können, weil wir natürlich, wenn die Rundfunkgebühren, die sind ja gerade am Wandel, man kann sehr gespannt sein, ob diese Rundfunkgebühren sich erhalten oder sinken. In den neuen Ländern werden sie sehr, sehr wahrscheinlich weiterhin sinken. Und wir kämpfen darum, diese Dinge zu erhalten und diejenigen, die in diesen wichtigen Bereichen tätig sind, auch dazu in die Lage zu versetzen, auch aus anderen Bereichen Mittel damit zu verbinden, damit auf lange Sicht die wichtige Arbeit gemacht wird. Ich habe auch vor die Diskussion gehört, vielleicht kann ich jetzt kurz einfließen lassen, dass man doch am besten per Gesetz Medienkompetenzarbeit stärker von Unternehmen, vielleicht auch von den großen Sendern verlangt. Ich halte das auch für einen ganz interessanten Gedanken. Ich glaube zwar nicht, dass es Sinn macht, verpflichtende Medienkompetenz, zumindest nicht auf den ersten Blick, verpflichtende Medienkompetenzaktivitäten abzuverlangen. Vielleicht ist es als Anreizmodell ganz interessant. Man müsste mal überlegen, ob man hier bestimmte Boni damit verbindet, wenn man in dem Bereich sich betätigt. Ich erlebe ja auch, wie die großen Sender sich mit ihren vielleicht manchmal doch, wenn man sie kennen es ja auch, wenn man sie dann in der Gänze sieht, mit ihren doch etwas kleineren Aktivitäten schmücken. Aber wenn man sieht, wie viele Milliarden da umgesetzt werden, was da an Möglichkeiten da ist, denke ich mir, wäre da viel, viel, viel mehr drin. Und es ist nicht nur eine moralisch-ethische Pflicht, wenn man mit Medien Geld verdient, wenn man mit diesen ganzen Geräten Geld verdient, sich in dem Bereich zu betätigen, sondern auch wirklich zu sehen, dass auf der anderen Seite eben viele Jugendliche, viele Kinder sich in diesen Welten, obwohl man natürlich vieles dafür tun kann und will, und wir machen das ja auch, dass es nicht so ist, aber in diesen Welten verlieren, auch ihre Probleme, ihre Ängste, ihre Schwierigkeiten haben, und dann sollte man auch versuchen, von der Seite, die dann auch eine Verantwortung hat und viel Geld damit verdient, dies ein Stückchen mit zu bewegen, dass man da gute und beste Arbeit von Seiten der Medienpädagogen machen kann. Ich möchte deutlich machen, dass wir von Seiten der den Workshops, die heute haben eine ganze Reihe auch diskutiert, die Möglichkeiten der Teilhabe über diese partizipativen Internetseiten
heftig diskutieren und natürlich auch darüber diskutieren, wie sehr dann Medienanstalten sich noch hier engagieren sollen im Bereich Bürgermedien, wenn Bürgerbeteiligung vielleicht auch über diese Wege mittlerweile en vogue ist, relativ einfach ist und auch zunehmend sogar mit älteren und mittleren Generationen problemlos auch hier Möglichkeiten der ganz geringen Hemmschwelle gegeben sind, damit diese Dinge wahrnehmen. Dann braucht man nicht mehr große Bürgersender, braucht auch vielleicht nicht mehr groß die Dinge, die man in jahrelange zweieinhalb Dekaden aufgebaut hat, zu finanzieren. Ich denke, es ist falsch, wenn man so dran gehen würde. Wir haben vor einiger Zeit uns mal angeschaut, wie denn diese partizipativen Internetseiten tatsächlich wirken, ob sie auch ein Ersatz sein können für diese Diskussion und für diese praktischen Anwendungen und praktischen Institutionen und Einrichtungen, die wir von Seiten der Medienanstalten haben. Wir haben gerade auch, vor morgen ist auch der Name Krotz gefallen, von Professor Krotz uns untersuchen lassen, der jetzt in Bremen ist, vorher in Erfurt war, wie stark denn so die aktive Nutzung in Seiten ist, der partizipativen Internetseiten. Und im Ergebnis haben wir feststellen können, und ich verkürze es ein bisschen und springe ein klein wenig, dass natürlich diese Seiten, diese Aktivitäten, wenn sie sogar nicht ein Gutstück, was wir vorhin ja auch gehört haben, eher die männliche Elite, in der Regel männliche Elite ist, die das eher nutzen, dass diese Seiten eben eine Form ist von Aktivität, von aktiver Nutzung, aber ganz anders gesehen werden muss im Vergleich zu denen, die massenmedial sich betätigen wollen, die nicht in ihrer Gruppenkommunikation tätig sein wollen, die sich viel stärker mit ihren Gedanken zu Wort melden wollen, die also nicht nur eine Message haben, sondern die viel stärker auch breit sich äußern wollen. Also wir haben nicht nur fragmentierte Teilöffentlichkeiten, die über bestimmte Seiten, bestimmte Netzwelten versucht werden, zu erreichen, wo Gruppenintentionen sind, sondern wir haben viel, viel mehr in den Bürgermedien dieses massenmediale Verständnis eine Möglichkeit, sich hier ganz weit und breit auch gerade im lokalen Bereich zu äußern und auch dann teilhaben zu können. Ich denke, wenn es darum geht, was wir in Bezug auf Partizipation machen und was wir in Bezug auf Partizipation auch als eines Medienanstalten unternehmen und wo die Grenzen sind, um jetzt nochmal sehr konkret zu werden, dann muss man erkennen, dass wahrscheinlich die Politik, wir haben es gerade eben, das war sehr spannend, dass die Politik sehr sehr schwierig davon zu überzeugen ist, die Dinge, die sich gerade modern und hip sind, dass diese auch bestimmte Unterstützung, Regulierung braucht, dass diese, also im Sinne von, dass bestimmte Seiten, bestimmte Welten, bestimmte Spielewelten auch weiterhin sehr intensiv auch durch Medienkompetenzarbeit unterstützt werden sollen. Wir haben die Politik, wir haben die Politikverantwortlichen, wir haben eine ganze Reihe von Verantwortlichen im Bereich der Medien befragt, haben mit denen gesprochen und haben festgestellt, es geht wahrscheinlich nicht mit reiner Überzeugungsarbeit, sie erleben das ja selbst auch in ihrer Arbeit. Wir müssen wahrscheinlich, und da komme ich jetzt zu dem Thema Gesetze und Grenzen, wir müssen Gesetze schaffen, wir müssen Grundlagen haben, um Gelder zu verwenden. Wir haben in Thüringen, da bin ich aktiv gewesen, vor 15, 16 Jahren eine Formulierung in das Gesetz gebracht, dass Medien verantwortlich sind für die Vermittlung von Medienkompetenz, dass sie für die Befähigung diese Medienkompetenz und das Miteinander wichtig ist und die gesellschaftliche Mitverantwortung auch unterstützen soll. Das heißt also, jeder Einzelne soll befähigt werden, hier aktiv zu werden, und Medien müssen sich dieser Aufgabe auch auseinandersetzen. Und wenn Sie solche Gesetze haben und Grundlagen, dann können Sie Politik aus Ihrem Sonntagsreden-Gefühl herausholen. Die können dann leicht, können nicht mehr die Diskussion, die wir mit Herrn Spitzer und anderen haben, wo man sehr schnell das, was man da hört, was auch sehr eingängig klingt, dann glaubt, sondern man muss mit ihnen deutlich machen, dass man verbindliche, nachhaltige Lösungen braucht, dass sie Geld in die Hand nehmen müssen. Wir haben das zum Beispiel bei uns im Land in Thüringen dadurch hingekriegt, dass alle sich an Tische gesetzt haben, dass Konzepte entstanden sind. Wir haben vor kurzem im Kabinett eine Medienkompetenzstrategie des ganzen Landes
durchgesetzt, wo Sozialministerium, wo Bildungsministerium, Staatskanzlei, Justizministerium am Schluss sich bekannt haben für ganz klare Rahmenbedingungen im Bereich Medienpädagogik, wo jetzt die nächsten Schritte sein werden, Geld in die Hand zu nehmen, Evaluierung vorzunehmen, wo es darum gehen wird, ich bin mal gespannt, ob das soweit klappt, einen Staatsvertrag für medienpädagogische Arbeit in den Ländern zu initiieren. Das ist der Auftrag des Kabinetts an den Bildungsminister, wo wir nicht nur, wir haben 10 Jahre Erfahrung, Medienpass, Medienkunde an den Schulen, Medienschulen, wo es nicht nur darum geht, eben diese Dinge mal eingeführt zu haben, sondern jetzt auch zu hinterfragen, was davon wirklich übrig geblieben ist und was davon noch gilt, auch in neuen Medienwelten. Also wir müssen Politik, nachdem Gesetze geschaffen worden sind, nachdem wir die Rahmenbedingungen definieren, mit Politik auch klar aushandeln, dann die nächste Stufe es schaffen, dass in Zeiten und in Welten, wo immer weniger Geld für diese Dinge zur Verfügung steht, wo wir leider auch merken, dass an Hochschulen auch Medienpädagogik zurückgeht in vielen Bereichen, obwohl genau das Gegenteil in den Sonntagsreden postuliert wird, also dies auch bekennen, benennen, auch ankreiden, auch anklagen und dann aber, und das ist die nächste Stufe, vielleicht Wirtschaft noch stärker dann in Anspruch nehmen, nachdem wir die Politik in Anspruch genommen haben. Nicht nur moralisch-ethisch, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern vielleicht auch über Anreizsysteme ein Stück gesetzlich. Und die, denke mir, die nächste Stufe, und das versuchen wir als vielleicht vierte Ebene, auch in Thüringen relativ intensiv, und ich denke, es ist auch ein Modell, das in vielen Ländern Platz greift, zu realisieren, die Strukturen zu nutzen, Netzwerke zu schaffen, auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren, auf Augenhöhe auch zu finden, sich und seine Interessen abzusprechen und auch dann herauszufinden, was man gemeinsam realisieren kann. Ich denke auch, es gilt auch für GMK und Medienanstalten und in einem offenen Miteinander dann für diese gemeinsamen Aufgaben zu kämpfen. Wir haben das im Bereich Thüringen mit den im Medienkompetenz- und Bürgermedienbereich getan. Und ich glaube, das sind Ansätze, wie man es schaffen kann, auf lange Sicht, ja, ich sag mal, die Grenzen der Möglichkeiten ein Stückchen zu überwinden und Partizipation zu verstärken. Ich denke, das sind so Möglichkeiten, Ansätze, wie wir von Seiten der Medienanstalten damit umgehen. Mich interessiert sehr stark, wie Sie es sehen, welche Anforderungen, welche Erwartungshaltungen Sie haben, ob Sie der Meinung sind, dass hier zu wenig oder falsche Sachen passieren, und würde mich auf die Diskussion nachher freuen. Dankeschön.